Herzlich willkommen bei Der Kloptimist, Folge 2, Schluss mit Schlaflosigkeit. Bist du auch davon betroffen, nicht durchschlafen zu können? Fällt es dir schwer, zügig wieder einzuschlafen und lassen dich deine Gedanken nicht zur Ruhe kommen? Es gibt viele Gründe für Schlaflosigkeit und allen liegt eine Blockierung im Energiesystem zugrunde. Daher möchte ich mit der heutigen Folge mit dir zusammen klopfen auf der ersten Ebene zu dem Thema Schlaflosigkeit. Und wenn du in Bezug auf deine Schlaflosigkeit einen konkreten Grund kennst, warum du nicht schlafen kannst, einen Grund, der dich davon abhält, tief durchzuschlafen, darfst du auch schon in der ersten Runde diesen Grund genau so benennen. Das kann eine bestimmte Angst sein, die dir beim Schlafengehen durch den Kopf geht. Das können Sorgen sein. Und es ist möglich, es genau so zu benennen und es ist auch sinnvoll. Für alle anderen, die keinen konkreten Grund wissen, starte ich auf der obersten Ebene aller möglichen Gründe und wir benennen einfach nur die Schlaflosigkeit. Doch bevor wir anfangen, überprüf noch einmal, ob du bequem sitzt, deine Füße beide fest auf dem Boden stehen und trink vor Beginn der Klopfrunde noch einmal ein Glas Wasser. Falls du die Klopfpunkte noch nicht kennst, schau in Folge 1 des Podcasts Der Kloptimist nach. Dort sind alle Punkte und der allgemeine Ablauf der Klopfrunde erklärt und beschrieben und dort findet sich auch ein Skript, was du dir runterladen kannst, um dich am Anfang zu orientieren. Aber ich bin ganz sicher, nachdem du ein paar Mal mit mir die Klopfakupressur angewendet hast, wirst du diese Punkte wie im Schlaf ansteuern. Wenn du soweit bist, führe diese Klopfrunde weiter fort. Atme tief ein und aus und stelle dir die Situation vor, dass du im Bett liegst, nicht einschlafen kannst oder im Bett liegst, aufgewacht bist und nicht wieder einschlafen kannst. Und wenn du diese Situation vor Augen hast, dann versuche sie einmal ganz kurz zu bewerten auf einer Skala zwischen 1 und 10, wie stark dich diese Situation belastet. 1 ist ein sehr niedriger Wert, 10 ist ein sehr hoher Wert an Belastung. Und so kannst du am Ende des Klopfens noch einmal einen Bezug herstellen und überprüfen, ob sich in deiner Wahrnehmung schon etwas verändert hat. Atme noch einmal tief ein und aus und dann geht es los. Beginne zu klopfen auf der Brust. Ich liebe und ich akzeptiere mich voll und ganz mit dem Gefühl der Schlaflosigkeit. Ich nehme dieses Gefühl jetzt voll und ganz an und es darf da sein, auch wenn es mich unglaublich nervt. Ich bin jetzt sicher, ich bin beschützt und ich bin behütet. Ich bin willkommen, auch wenn diese Schlaflosigkeit, die Unfähigkeit, wieder einzuschlafen, da ist. Und dann klopfe an den Augenbrauen, Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit, an den Seiten der Augen Schlaflosigkeit, 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 unter den Augen Schlaflosigkeit, 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 unter der Nase Schlaflosigkeit, 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 am Kinn Schlaflosigkeit, 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 auf der Brust Schlaflosigkeit, 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 unter den Achseln, du kannst beide Achseln dabei gleichzeitig oder nacheinander klopfen, Schlaflosigkeit, 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 Schlaflosigkeit. Wir wechseln an den Daumen. Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit. Der andere Daumen, Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit. Der Zeigefinger, Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit. Ich vergebe mir selber all den Druck und Stress, den ich mir mit dem Gefühl der Schlaflosigkeit des fehlenden Schlafs gemacht habe. Egal in welcher Zeit und egal in welcher Dimension. Wechsle zum anderen Zeigefinger. Schlaflosigkeit, 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 Schlaflosigkeit.
Ich vergebe allen, die mich mit dem Gefühl der Schlaflosigkeit, dem Gefühl des fehlenden Schlafs belastet haben, egal wann und egal in welcher Form. Mittelfinger. Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit. Der andere Mittelfinger. Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit. Der Ringfinger. Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit. Der andere Ringfinger. Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit. Wir wechseln zum kleinen Finger. Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit. Ich bitte alle um Vergebung, die ich jemals in welcher Form auch immer mit dem Gefühl der Schlaflosigkeit belastet habe. Der andere kleine Finger. Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit. Ich gebe allen ihre Anteile an diesem Gefühl der Schlaflosigkeit, die ich für sie getragen habe, nun an sie zurück. Voller Liebe und Respekt für ihren Lebensweg. Es sind ihre Anteile, die nicht zu mir und meinem Lebensweg gehören. Klopfe an der Handkante. Ich bin jetzt sicher. Ich bin willkommen. Ich bin beschützt und behütet, auch wenn das Gefühl der Schlaflosigkeit des fehlenden Schlafes da ist. Ich darf sein. Ich bin willkommen. Ich nehme meinen Platz im System jetzt voll und ganz ein. Ich bin Licht und Liebe in jeder einzelnen Körperzelle. Die andere Handkante. Ich bin an meinem Platz. Ich bin sicher. Ich bin willkommen. Ich bin fest verbunden mit Mutter Erde, auch wenn das Gefühl der Schlaflosigkeit, des fehlenden Schlafes jetzt da ist. Dann lege deine Hände in den Schoß, schließe deine Augen, sofern nicht schon geschehen, und atme tief ein und tief aus. Und nochmal tief ein- und ausatmen. Gerne kannst du mit der Ausatmung ein brabbelndes Geräusch oder auch einfach einen lauten Atem ausstoßen durch deine leicht geöffneten Lippen. Nochmal tief einatmen und ausatmen. Wir fühlen gemeinsam in deinen Körper hinein. Spüre, welche Reaktionen sich zeigen. Das können auch Emotionen sein, wie genervt sein, Wut, Ärger, Unverständnis. Fühle, wie sich dein Kopf anfühlt, ob dein Kopf ruhig ist, ob er entspannt ist, ob es vielleicht eine Unruhe dort gibt. Spüre in deinen Hals, ist der Hals trocken von innen oder spürst du einen verstärkten Speichelfluss? Vielleicht gibt es einen Impuls zu gähnen. Vielleicht fühlt sich dein Hals so an, als würde ein Schal darum liegen. Spüre, ob du Druck und Anspannung im Nacken und in den Schultern wahrnimmst. Überprüfe, ob deine Arme locker und leicht sind, warm oder kalt, ob sie angespannt sind. Fühl mal in deinen Brustraum, in den Herzraum, ob dein Herz unruhig ist, ob du das Gefühl hast, es schlägt schneller, ob es einen Druck gibt, der auf der Brust liegt, der es dir schwer macht, tief durchzuatmen. Und fühle in deinen Bauchraum, ob der Bauchraum unruhig ist oder ganz entspannt, vielleicht ein bisschen verknotet und verkrampft. Überprüfe deine Beine und Füße, ob sie warm sind, ob sie kalt sind. Überprüfe auch, wie deine Füße auf dem Boden stehen, ob du gut mit Mutter Erde verbunden bist. Das ist wichtig. Und wenn du das Gefühl hast, dass es ein Luftpolster zwischen dir und deinen Fuß, also zwischen deinen Fußsohlen und Mutter Erde gibt, dann wäre das eine Reaktion, die du in der nächsten Runde klopfen kannst oder in einer späteren. Überprüfe jetzt, welche
Reaktion die ist, von der du sagen würdest, das ist jetzt die stärkste. Das kann auch eben dieses Gefühl sein, genervt zu sein davon, dass man so einen Druck mit diesem Schlaf hat, ja? Dass man das Gefühl hat, man ist nie wirklich erholt. Dann darfst du das genauso benennen. Wir beginnen die zweite Runde und du setzt an die Stelle des Eingangsthemas, nämlich der Schlaflosigkeit, jetzt deine Reaktion ein. Wir beginnen wieder auf der Brust mit der flachen Hand. Ich liebe und ich akzeptiere mich voll und ganz mit diesem Gefühl von. Und du setzt jetzt deine Reaktion ein. Es ist alles gut. Dieses Gefühl darf da sein. Ich bin willkommen, ich bin beschützt und behütet, auch wenn dieses Gefühl da ist. Und dann klopfen wir gemeinsam an den Augenbrauen, Ecke Nasenwurzel. Sprich laut deine stärkste Reaktion jetzt aus und wiederhole sie, bis wir unten am Handkantenpunkt angekommen sind und alle Punkte durchgeklopft haben. An den Seiten der Augen. Unter den Augen. Unter der Nase. Am Kinn. Nochmal auf der Brust. Unter der Achsel. Am Daumen. Am anderen Daumen. Am Zeigefinger. Ich vergebe mir selber, wir sind noch am Zeigefinger, ich vergebe mir selber all den Druck und Stress, den ich mir mit dem Gefühl, mit dieser Reaktion gemacht habe, egal in welcher Dimension und egal in welcher Zeit. Wir wechseln auf den anderen Zeigefinger, wiederhol nochmal deine Reaktion. Und sprich mir nach. Ich vergebe allen, die mich mit diesem Gefühl, dieser Reaktion belastet haben, egal wann und egal wie. Mittelfinger. Klopfe und sprich laut deine Reaktion aus. Immer wieder. Der andere Mittelfinger. Der Ringfinger. Der andere Ringfinger. Der kleine Finger. Ich bitte alle um Vergebung, die ich jemals, in welcher Form auch immer, mit diesem Gefühl belastet habe. Egal wann und egal in welcher Dimension. Klopf den anderen kleinen Finger. Ich gebe allen ihre Anteile an diesem Gefühl, das ich für sie getragen habe, jetzt zurück, voller Liebe und Respekt für ihren Lebensweg. Es sind ihre Anteile. Sie gehören nicht zu mir und sie gehören nicht zu meinem Lebensweg. Klopfe an der Handkante. Ich bin jetzt sicher, ich bin willkommen, ich bin beschützt und behütet, auch wenn dieses Gefühl da ist. Ich bin willkommen. Ich nehme meinen Platz im System voll und ganz ein. Ich bin Licht und Liebe in jeder Körperzelle und ich rufe jetzt alle Anteile von mir, die mit diesem Gefühl verbunden sind und nicht mehr bei mir sind. Jetzt zu mir zurück. Aus allen Zeiten, aus allen Dimensionen. Die andere Handkante. Ich bin an meinem Platz im großen und ganzen System. Ich bin jetzt sicher. Ich bin willkommen. Ich bin fest verbunden mit Mutter Erde,
fest verbunden mit meinem Herzen. Ich bin Licht und Liebe in jeder einzelnen Körperzelle. Tief durchatmen, Hände in den Schoß legen, Augen schließen. Nochmal tief ein- und ausatmen. Und wir fühlen gemeinsam, ob du Reaktionen in deinem Körper wahrnimmst. Spüre in deinen Kopf hinein. Spüre in deinen Hals, in deinen Nacken, deine Schultern, deinen Herzraum, deine Arme und Hände, den Bauch. Die Beine und deine Füße. Überprüfe, ob die Reaktion aus der Vorrunde noch da ist, ob sie stärker geworden ist oder ob sie verschwunden ist. Fühl mal, ob es irgendwelche Emotionen gibt, die so richtig hochkochen. Ebenso etwas wie das schon angesprochene Genervtsein, die Ratlosigkeit. Gefühl der Leere, Verzweiflung. Das Gefühl und die Reaktion in deinem Körper, die du jetzt als die stärkste wahrnimmst, mit der wollen wir eine weitere Klopfrunde anstreben. Wir beginnen wieder auf der Brust. Ich liebe und ich akzeptiere mich voll und ganz mit dem Gefühl von, und du setzt deine Reaktion aus der letzten Klopfrunde ein, dieses Gefühl darf da sein. Und auch wenn dieses Gefühl da ist, bin ich okay. Ich bin willkommen, ich bin beschützt und behütet, selbst dann, wenn ich dieses Gefühl wahrnehme. Und wir klopfen an den Augenbrauen und du setzt deine Reaktion der letzten Runde ein, klopfst circa dreimal und sprichst diese Reaktion laut aus. An der Seite der Augen, unter den Augen, unter der Nase, am Kinn. Der Brust, unter den Achseln gleichzeitig oder abwechselnd, am Daumen, am anderen Daumen, Zeigefinger. Ich vergebe mir selber all den Druck und Stress, den ich mir mit diesem Gefühl gemacht habe, egal in welcher Dimension und egal in welcher Zeit. Der andere Zeigefinger. Ich vergebe allen, die mich mit diesem Gefühl belastet haben, egal in welcher Dimension und egal in welcher Zeit. Der Mittelfinger. Der andere Mittelfinger. Der Ringfinger, der andere Ringfinger, der kleine Finger. Ich bitte alle um Vergebung, die ich jemals in welcher Form auch immer mit diesem Gefühl belastet habe. Der andere kleine Finger. Und ich gebe allen, deren Anteile ich an diesem Gefühl mitgetragen habe, ihre Anteile jetzt voller Liebe und Respekt für ihren Lebensweg an sie zurück. Es sind ihre Anteile, die nicht zu meinem Lebensweg gehören. Handkante. Ich bin Licht und Liebe in jeder Körperzelle. Ich bin jetzt sicher. Ich bin willkommen, ich bin beschützt und behütet, auch wenn diese Gefühle des Widerstandes da sind. Ich darf da sein, ich bin willkommen
und ich nehme meinen Platz im großen System jetzt voll und ganz ein. Ich bin Licht und Liebe in jeder Körperzelle. Andere Handkante. Auch wenn dieses Gefühl da ist, bin ich willkommen. Ich bin ein Teil vom Ganzen und das Ganze ist ein Teil von mir. Ich bin an meinem Platz und ich rufe alle Anteile zu mir zurück, die ich wo und wie auch immer abgegeben habe, die aber zu mir gehören. Ich bin fest verbunden mit Mutter Erde und mit meinem Herzen. Ich bin Licht und Liebe in jeder Körperzelle. Und schließe deine Augen, lege deine Hände in den Schoß und atme tief ein und tief aus. Nochmal tief ein- und ausatmen. Und überprüfe, welche Reaktion du in dir wahrnehmen kannst. Emotionale Reaktionen, körperliche Reaktionen. Und notiere sie dir. Ich möchte an dieser Stelle einen Schnitt machen und dich bitten, einmal ganz kurz dich hineinzuversetzen in dieses Gefühl. Du liegst in deinem Bett, du kannst nicht einschlafen oder du bist aufgewacht und kannst nicht wieder einschlafen. Und versuche aus diesem Moment heraus einmal die Situation zu bewerten auf der Skala zwischen 1 und 10. Wie stark ist dieses Gefühl jetzt, wie stark belastet es dich jetzt, dass es dir nicht gelingt, so schnell einzuschlafen, wie du das gerne möchtest. Und guck mal, ob der Wert sich zum Eingangswert in irgendeiner Form verändert hat. Und wenn du das Gefühl hast, dass der Wert gleich hoch ist, bitte ich dich, noch ein, zwei Runden zu klopfen, vor allen Dingen mit der Reaktion, die du dir eben notiert hast. Und vor allen Dingen auch die Klopfrunde insgesamt zu dem Thema Schlaflosigkeit zu einem anderen Zeitpunkt nochmal zu wiederholen. Es gibt Themen, die einen schon so lange begleiten und Schlaflosigkeit ist ein Thema, was uns meistens sehr lange begleitet, bevor wir uns ernsthaft damit auseinandersetzen, dass du ein wenig Zeit brauchst und Geduld, bis die verschiedenen Schichten der Ursachen für die Schlaflosigkeit bearbeitet sind. Wiederhole also diese Folge, wiederhole das Klopfen so oft du kannst und wenn du spürst, dass es sich konkretisiert, warum du nicht schlafen kannst, wähle immer als Startpunkt das sich konkretisierende Thema, beispielsweise genervt sein, Wut auf sich selber, dass man nicht einschlafen kann oder aber Existenzangst, die einem durch den Kopf geht, die Frage, ob man am nächsten Tag, ob man alles geschafft hat für den nächsten Tag, alles vorbereitet hat, ob man den nächsten Tag überhaupt schaffen würde, dann benenne das als Eingangsthema einfach so, wie es dir dann in diesem Moment durch den Kopf geht. Ich freue mich, dass du mitgemacht hast. Schön, dass du ein Klopftimist bist. Teile deine Erfahrungen gerne mit. Teile diesen Podcast, dass möglichst viele Menschen den Klopftimisten und vor allen Dingen die Klopfakupressur kennenlernen. Bis zum nächsten Mal. Namaste, deine Tina.